Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Benny. Schön, dass du da bist. Gestern war die Pflanzenmesse in Hamm oder für euch letzte Woche. Ich war da, gefühlt sehr viele von euch auch. Und ich würde halt einfach mal euch berichten, welche Pflanzen ich gesehen habe, bei welchen Shops ich war. Noch so ein paar kleine Highlights. Genau. Und ich würde sagen, wir fangen auch direkt an. Aber anfangen würde ich halt erstmal mit so einem kleinen Ausblick oder mit so einer kleinen Erwartungshaltung. Das heißt, was erwartet euch in dem Video? Ich war bei Harmony Plants, ich war bei Aquagenera, da hat mich der Alex natürlich gleich erstmal auf das nächste Event aufmerksam gemacht. Ey, guck mal da und komm doch da auch nochmal hin. Ich habe eine verdammt große Anthurie gesehen. Das heißt, da ist meine Hand halt wirklich, wirklich ein absoluter Winzling gegen gewesen. Für 160 Euro. Ich habe einen sehr schönen kleinen privaten Stand gefunden. Das heißt, so ein Privatverkauf, wo ich mir auch zwei Pflanzen von gekauft habe. Ich habe eine Golden Dragon Variegata gesehen oder mehrere davon. Und oh mein Gott, wie schön ist diese Pflanze. Und verdammt, ist diese Pflanze teuer. Dann natürlich habe ich Zabax getroffen, gleich direkt ganz am Anfang. Hätte ich nicht erwartet, dass man Zabax auf so einer Pflanzenmesse findet. Habe dann auch noch eine verdammt große Pflanze gesehen. Ich glaube, dass es ein Philodendron war. Da stand weder ein Name noch ein Preis dran. Das fand ich persönlich sehr hübsch. Nicht, dass ich da irgendwie in Versuchung komme, da irgendwie eine schlaflose Nacht zu haben. Und warum hast du nicht? Und natürlich bei dem gleichen Shop, ganz zum Schluss, habe ich natürlich halt auch noch die teuerste Pflanze gefunden. 3000 Euro für, naja, also ich würde mal sagen, so viel Pflanze. Mit Topf war es vielleicht so viel. Ein Philodendron variegierter, also irgendwas Philodendron und variegiert, das sehen wir aber ganz zum Schluss. Genau, das erwartet euch. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Und ich würde sagen, achso, genau, und ihr findet natürlich halt auch noch raus, was ich mir gekauft habe. Hier ungefähr seht ihr das schon. Das war nicht dabei, das verdeckt wie immer nur, dass hier hinten keine Pflanzen mehr sind. Und ich würde sagen, wir fangen auch direkt an. Das heißt, ich bin um 5 Uhr morgens aufgestanden. Ich bin absolute Nachteule. Von daher mag ich früh aufstehen überhaupt nicht. Aber ich bin dann irgendwann so um 8, 9 Uhr ins Bett gegangen. Von daher war das ganz okay. Bin ich 4 Stunden hingefahren. Würde mich halt interessieren, wann ihr halt zu solcher Messe oder zu solcher Pflanzenmesse immer aufsteht oder zumindest wie lange ihr da hinfahrt. Denn ich finde irgendwie 4 Stunden schon mit dem Auto schon sehr anstrengend, gerade wenn man es alleine fährt, hin und zurück. Genau, ich war dann auch Punkt 9:30 Uhr da. Und ich dachte so, ja, okay, wird halt ein bisschen voll, ne? Aber ich habe ich hätte nicht damit gedacht, dass wir wirklich zwei Schlangen haben. Die eine hat sich da gefühlt um den ersten Block gewickelt und die andere ist dann halt direkt abgebogen und dann bis ganz nach hinten hat man dann nur noch Menschen gesehen und man dachte so, oh mein Gott, das dauert mindestens 2 Stunden, bevor du jetzt halt irgendwie in die Messe kommst. War aber gar nicht so, denn es ging wirklich sehr zügig rein. Das hätte ich zumindest nicht erwartet, dass man bei solch vielen Menschen so schnell reinkommt. Genau, ich fand auch diesen Blick sehr schön, weil die Straße war halt auch wirklich abgesperrt und man konnte halt von der Seite halt auch wirklich schön die Menschen auf der Seite sehen. Dann gab es jetzt hier auf der rechten Seite, wo die Messe war, noch so zwei kleine Essstände, die haben später aufgemacht, wo es dann Rostbratwürstchen und alles sowas gab. Fand ich persönlich auch sehr schön dieses Jahr. Ich weiß nicht, wie das letztes Jahr war, aber wenn man da so halb verhungert und verschwitzt aus dieser Messe kommen, dass man da direkt erstmal so diesen schönen Geruch von Rostbratwürstchen hat. Und dann hat man halt, wenn man sich so ein bisschen umgedreht hat, hat man dann halt auch genau die Menschenmassen zur anderen Richtung gesehen. Das fand ich auch sehr schön. Immer wieder finde ich das sehr schön, wie ruhig und vernünftig man sich halt anstellt. Finde ich sehr schön. Plant Community, habt ihr fein gemacht, dass da keiner irgendwie drängelt. Jeder hatte irgendwie gute Laune. Dann habe ich auch ein paar von euch getroffen. Genau, immer mal, wenn ich rein und rausgegangen bin, mal so die ersten Pflanzen ins Auto stellen und dann schnell wieder rein, mal gucken, vielleicht hat man ja doch noch was übersehen. Ich bin so social-mäßig so ein bisschen schüchtern.
Oder ich bin eigentlich so der extrem ruhige Typ. Ich rede eigentlich verdammt ungerne und deswegen bin ich so social-mäßig noch so ein bisschen, ich würde mal sagen, unterentwickelt. Ja. Ich kann, wenn ich muss, aber meistens will ich nicht. Und deswegen haben mich dann also zwei, drei, oder haben mich euch zwei, drei Leute halt angesprochen und ich höre halt immer nur so, wuff. So, hä? Warte, was? Moment, das kennst du doch, ne? Ich starte ja halt eigentlich immer meine Videos so. Und dann drehe ich mich halt um und dann, hey, du bist doch der aus dem Video und ich kenne deine Videos und du hast doch das und das gemacht und boah, was hast du denn und was habe ich denn und guck mal, wie hast du denn die Pflanze gefunden und wo gibt es denn das und das? Und das finde ich halt sehr schön, dass man sofort so eine freundliche Kommunikation führt. Das fand ich wirklich sehr beeindruckend. Von den drei Gesprächen, die ich halt hatte, war halt eigentlich wirklich durchweg positiv und das fand ich halt wirklich ernst gemeint richtig, richtig schön, dass man halt auf diesen Messen halt nicht noch irgendwie, sondern jeder ist irgendwie so in diesem Pflanzenkaufrausch und ist halt da auf dieser Messe und fand ich wirklich sehr, 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 sehr angenehm. Bin da noch nicht so drin, ne? Wenn mich da jemand anspricht oder wuff halt hör, das wird jetzt unser Kampfschrei. Fand ich wirklich eine sehr gute Idee von euch, einfach mich so anzuwuffen. Fand ich sehr beeindruckend, dass ich jetzt nicht nur auf Benny höre, sondern Benny oder Benjamin ist halt so mein richtiger Name, sondern auch auf Wuff. Egal. Der Part hat mich wirklich sehr gefreut, euch zu sehen oder mit euch zumindest so kurz darüber zu reden. Dann natürlich direkt im Eingang haben wir natürlich direkt gleich Mr. Plants gehabt, also so wie immer mit diesen kleinen Vitrinen halt vorne, wo man halt auch wunderschöne kleine Pflanzen gesehen hat. Und natürlich direkt in der Mitte sehr viele Monstera, ich würde mal sagen Thai Constellation, Deliciosa variegata, wunderschöne Pflanzen. Natürlich auch da sieht man es, da ist Zabex. Ist mir halt auch erst im Nachhinein halt aufgefallen, dass ich ihn halt auch wirklich gefilmt habe. Denn mir ist halt erst später halt aufgefallen, ich habe ihn erst wesentlich später in der Messe gesehen, ne? Und ich habe dann wie so ein kleiner Hundewelpe, oh, guck mal, eine Pflanze. Oh, guck mal, da ist ja noch eine. Moment, den kennst du. Pflanze. Und so ging das halt immer hin und her. Bloß ich kannte ihn halt nur so von ein bis zwei TikTok. Wie heißt das da? Ich bin zu alt dafür. Videos, Shorts. Und deswegen dachte ich so, hä? Er ist da halt auch in Begleitung. Ich kann mich halt irren und ich wollte jetzt da halt auch nicht so, du, bist du Starbucks? Wollte ich jetzt persönlich nicht machen. Von daher ist mir das halt erst im Nachhinein aufgefallen, ey, guck mal, ich habe ihn doch halt gleich direkt ganz am Anfang gefilmt. Ich habe Starbucks getroffen. Wenn ich jetzt noch Gronkh finde, weißt du, dann ist meine To-Do-Liste abgehakt, weißt du? Genau, also generell muss ich halt sagen, eine verdammt große Auswahl. Ich fand sie sehr Monstera, Thai Constellation. Ich fand sie sehr Monstera-lastig, das heißt speziell Thai Constellation, Deliciosa variegata, eine Mint und eine weiße und eine gelbe Form habe ich halt auch gefunden. Ich weiß nicht, sie heißt Yellow, was weiß ich, schlag mich tot. Ich habe es nicht mit Namen, Entschuldigung, schon mal dafür, aber eine gelbe Form habe ich halt auch gefunden. Fand ich halt sehr, sehr Thai Constellation-lastig oder sehr Monstera-lastig, hatte ich zumindest das Gefühl. Und allgemein fand ich auch sehr viele kleine Anthurium-Setzlinge oder Stecklinge, das heißt irgendwas so die, oh, nervös. Irgendwie so die Größe, wobei das hier eigentlich schon so die ausgewachsenere Form war. Genau. Ich habe Zabex getroffen. Das heißt, genau, bei Mr. Plants gab es halt auch noch direkt noch mehr Vitrinen. Das heißt, da standen oder stehen halt normalerweise eigentlich immer so die teureren Pflanzen. Da konnte man dann halt wirklich so, also in der Mitte waren die Thai Constellations und da konnte man so richtig schön einmal wie in so einem U halt rumgehen. Das fand ich halt sehr schön. Ich finde es auch immer wieder verwunderlich, wie billig diese Thai Constellation inzwischen geworden sind. Das heißt, irgendwie so, was war es, 50, 60, 70 Euro oder so, finde ich halt persönlich schon sehr viel angenehmer als das, so wie sie vor ein bis zwei Jahren waren, wo man da nochmal eine Null rangehangen hat.
zumindest, wenn man das jetzt hier auf dem Bild sieht, so eine wirklich 50-50 oder für so einen Half-Moon da wirklich schon so einen Preis zu haben, hätte ich mir nicht vorgestellt. Ich fand halt auch allgemein die Messe sehr angenehm vom Laufen her. Klar, zu der Rush-Hour in gewissen Arealen hatte man natürlich oder ging es halt natürlich auch schon sehr langsam voran oder langsam mehr voran. Aber allgemein fand ich das wirklich sehr schön, als vor, weiß ich nicht, 2, 3 Jahren, als ich halt da war, wo man halt wirklich nur so voranging oder so vorangekommen ist. Fand ich sehr schön. Ich bin dann auch, glaube ich, um 14 Uhr gegangen. Von daher kann ich jetzt nicht sagen, wie das gegen Abend war. Aber direkt ganz am Anfang bis Mittag war das eigentlich immer noch sehr gut erreichbar und man konnte noch überall hin. Genau. Fand ich sehr schön. Dann bin ich natürlich direkt auch zuerst zu Harmony Plants gegangen. Ich habe zum ersten Mal eine Gloriosum Tricolor gesehen. Für 140 Euro fand ich das halt aber persönlich noch ein bisschen zu teuer. Von daher habe ich da nicht zugegriffen. So wirklich mit Film war auch generell eher ein bisschen schlecht. Das heißt, entweder hatte man nicht so wirklich die Pflanzen gesehen oder es waren halt auch einfach so viele Menschen im Wege, dass man nicht so wirklich filmen konnte. Aber die Tricolor fand ich persönlich sehr schön und ich spiele da bei so ein paar Pflanzen so ein bisschen so das Wartespiel, dass die Pflanzen dann halt irgendwann nächstes oder übernächstes Jahr so ein bisschen vom Preis her abflachen, dass die so ein bisschen bezahlbarer werden, in der Hoffnung, dass das genauso wie bei der Thai Constellation passiert. Bei Harmony Plants hatte ich mir auch eine kleine Monstera Mint habe ich mit geliebäugelt. Weil ich liebe Thai Constellation oder Monstera, wie man es auch hier höchstwahrscheinlich da im Hintergrund sieht. Ich habe ja drei riesige Thai Constellation und ich könnte mir die ganze Wohnung rein mit Thai Constellation, Monstera oder irgendwelche Gelbformen halt vollstellen. Das ist meine Pflanze. Habe mich da aber dagegen entschieden, weil die Pflanze war irgendwie so groß und sie hatten da halt so einen ganzen Tray halt voll oder so einen ganzen Plastikbehälter. Vorher mit, weiß nicht, 10 mal 20 Pflanzen und alles schön, aber ich habe halt keine, die waren mir zu variegiert. Ich habe ja also ein paar schlechte Erfahrungen mit meiner anderen voll variegierten, 90% variegierten Pflanze und von daher habe ich gedacht, nee, da warte ich lieber auf Grow Jungle, hat die meistens sehr schön oder hat meistens sehr schöne Pflanzen und da warte ich halt persönlich, wenn mir da irgendwie eine gefällt, dann bestelle ich mir die da. Als jetzt hier irgendwie so auf Zwang, nur weil dir die Pflanze gut gefällt, jetzt da eine Mint zu kaufen. Die Gelbform fand ich halt aber auch sehr schön. Das heißt, ich bin irgendwie nochmal auf der Suche, wenn ich jetzt ganz perfekt haben möchte, ne, eine sehr variegierte Pflanze zu haben, die nicht wegknuspert. So, das ist mein Ziel. Wenn ich da nochmal eine finde, dann ist das sehr schön. Ne, die nicht alle drei Layer gelb hat. Ne? Also je mehr Weißanteile sie hat, desto knuspriger wird es. Ne? Wenn zum Beispiel nur der erste Layer gelb wird, dann wird die Pflanze nicht so schnell knusprig. Und das suche ich halt aktuell oder halt nicht aktiv, sondern wenn ich meine Pflanze finde, dann ist das ganz schön. Genau, Harmony Plants fand ich jetzt persönlich ein bisschen, ich will nicht sagen enttäuschend, und das für mich persönlich waren da jetzt nicht so die Pflanzen drin, wie man sie normalerweise hatte. Also die Knaller, da waren jetzt Tricolor bei, da waren auch sehr viele Freideck Variegata dabei. Ich wundere, wenn ich irgendwie immer abrutsche, denn ich muss ein bisschen knien, damit das von der Höhe her passt. sehr viele Freideck Variegata waren halt dabei. Sehr viele Anthurium, kleine Stecklinge, aber so persönlich, na gut, wenn man halt auch schon so einen gewissen Stand halt an Pflanzen hat, dann ist das halt so ein bisschen okay, dann kennt man so seine Pflanzen. Aber die Tricolor hatte ich halt mit geliebäugelt, war mir aber zu teuer, ne? Weil ich glaube, dass auch da die Variegation nicht stabil ist. Fragezeichen, ich weiß nur von Kathy Allen, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Dass sie nicht mag, wenn du daraus Stecklinge schneidest, das weiß ich. Dann war ich natürlich auch bei Aequagenera. Fand ich sehr nett, dass mich der Alex direkt angesprochen oder erkannt hat, weiß ich nicht. Oder ich weiß nicht, ob er das zu jedem gesagt hat. hat mich direkt angesprochen, ey, und am 24. bis 27.10. ist bei Aequagenera Europa der Tag der offenen Tür und
Wir sehen uns da, ne? Hat er dann halt auch direkt gesagt. Und gucken wir mal, ich denke halt schon, dass ich da hinfahre. Ich muss so ein bisschen aufpassen, nicht, dass ich jetzt zu viel Exagenera-Videos mache, aber ich liebe diesen Laden. Genau, sehr schöne Pflanzen. Das heißt eigentlich so, wie man das halt von Equagenera gewohnt ist. Das heißt, wenn ihr schon mal da gewesen seid, dann kennt ihr halt so diese sehr schöne große Auswahl. Luxurianz gab es da halt auch im Hintergrund. Ich würde sagen, dass Equagenera schon so eine große Auswahl an Naturien hat, dass es nicht mehr so wirklich was Besonderes ist. Habe ich zumindest das Gefühl. Also die Auswahl ist so groß, dass du nicht mehr sagst, ey, guck mal, ich habe jetzt X und X ist besonders hübsch, sondern du hast da so X und alles ist irgendwie schön und auch irgendwie selten. Und dass man halt so sieht, so ja, okay, man scannt halt. Und deswegen finde ich so die Auswahl von Equagenera nach wie vor sehr schön. Habe mich, glaube ich, dagegen entschieden. Ich habe mit einer Pflanze geliebäugelt. Alex wollte mir die dann halt auch, okay, welche willst du, A oder B? Und ich so, nee, nee, komm, wenn ich halt sowieso in 1 bis 2 Monaten bei euch bin, dann kenne ich da irgendwie schon so das, wie es endet. denn ich will mir bei Equagenera wirklich auch wieder sehr viele, und nicht sehr viele, denn ich bin auf der Suche wirklich nach sehr großen Pflanzen. Ich will den Raum erweitern. Und deswegen habe ich gedacht, nee, bei Equagenera jetzt halt erstmal nicht. Wenn ich sowieso noch mal da bin, dann wird mein Portemonnaie wieder sehr leicht. Direkt daneben gab es natürlich halt auch variegata.de. Genau hier sieht man hier unten zum Beispiel noch diese kleinen Anthurien-Stecklinge. Und wie gesagt, es hat sich halt alles so von der Fülle, von dem Vollheitsgrad im Rahmen gehalten. So eine große Auswahl vor Arils war halt auch da. Mit ihren Anthurien-Stecklingen oder Hybriden und direkt daneben halt auch alles kleinere Hybriden, da wo jetzt dieser schwarze Banner halt hängt. Genau, variegata.de hatte auch diese wunderschöne, ich weiß nicht, Deliciosa variegata ist das, glaube ich, wahrscheinlich. Auch eine sehr schöne Auswahl an Pflanzen, auch mit kleinen Töpfen und auch so ein bisschen kleinteilig, würde ich jetzt mal sagen. Genau, das war variegata.de, fand ich halt auch sehr schön, rein vom Stand her, dass man da sich halt auch eher so Zubehör kaufen kann für die Regale. Ich glaube, die druckt er ja oder gedruckt oder schneidet er ja auch, glaube ich, selber, ne? Das fand ich halt auch sehr schön. Genau, dann war ich noch bei Jungle Leaves. Genau, da sieht man halt auch gleich die größte Anthurie für 160 Euro. Das Blatt war halt wirklich. War halt wirklich sehr, sehr groß. Und ich habe halt echt überlegt, aber ich dachte, okay, weil so eine ähnliche Pflanze habe ich hier unten schon stehen. Ich glaube, irgendwie auf der Seite, genau hier unten drunter, sieht man nicht. Genau, eine sehr schöne große Auswahl, halt auch direkt an dem Stand daneben, fand ich halt persönlich auch sehr schön. Dann aber diese große Pflanze für 160 Euro, da habe ich wirklich, wirklich ein bisschen überlegt, aber ich dachte so, nee. Wenn du halt erstmal so ein gewisses Muster in diesen Pflanzen erkennst, das heißt, entweder haben sie ja irgendwelche Riffel oder sie haben diese typischen Kristallinumstreifen, dann sagst du, nee, nicht so viel davon, weil ich habe schon eine, dann halt lieber ein bisschen was Selteneres oder ein bisschen was Größeres anstatt das. Genau, das war Jungle Leaves mit dieser sehr großen 160-Euro-Anthurie. Ich habe ja auch meine Hand drauf gelegt. Das war wirklich sehr beeindruckend. Also nicht so wie hier, wo ich sage, okay, Blatt oder vielleicht Blatt gleich Hand. Das war wirklich halt schon sehr beeindruckend. Diese Größe von dieser Topf da unten, da war schon auch alles voller Moos und so. Und die Wurzeln sahen auch sehr gut aus bei der Pflanze. Dann direkt danach war ich bei Viet Hanh. Ich glaube, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Ich nenne auch nur den Vornamen, denn ich habe bei seinem Stand halt weder ein Logo, eine Website noch irgendwie Instagram gefunden. Deswegen nenne ich jetzt auch nur den Vornamen. Fand ich persönlich sehr schön. Da habe ich auch zwei kleine Pflanzen von gekauft. Machen wir das mal anders, nicht, dass das zu viel hin und her wird. Und zwar eine Magnificum X Indoportali. Ich blende dir bestimmt den Namen ein, ne? Guck mal hier, so eine kleine Pflanze. Und zwar finde ich, also ein Blatt ist mir, glaube ich, eingegangen. Das war dieses kleine Knusprige hier. Da habe ich beim Rückfahren nicht aufgepasst. Wir hatten da, glaube ich, 30 Grad im Auto und stand in der Sonne und von daher Pech gehabt, ne? Auf jeden Fall, die habe ich mir gekauft. Und zwar fand ich den Gedanken dahinter so sehr schön, dass man nicht weiß, was bei rauskommt.
Waren die Preise sehr angemessen, fand ich. Ich glaube, irgendwie immer so 5 bis 25 Euro haben die kleinen Stecklinge gekostet, wobei das hier schon der größte Steckling war. Oder Steckling, ne? Oder die größte Anthurie halt war, was er halt hatte. Und dann habe ich mir noch eine Besso X Indo Port halt auch gekauft. Das war die hier. Und zwar nur rein wegen dem vom Gedanken her, dass man nicht so wirklich weiß, was bei rauskommt. Und für, weiß ich nicht, ich habe für die eine 25 und für die hier 15 bezahlt. Fand ich das eigentlich einen sehr schönen Preis dafür, dass man da so einen kleinen Überraschungsmoment hat. Okay, wie sehen die Blätter denn halt aus, wenn sie groß sind? Man sieht zwar die zwei Eltern. Na, jetzt können wir dann jetzt auch mal das Video starten. Genau, da ganz rechts sieht man, die habe ich mir gekauft, die für 15, die Besser-E Darkform und Portai X als Eltern. Sehr schön aufgebaut, sehr schöne Preise fand ich vor allem. Deswegen habe ich bei ihm halt auch gleich zwei Pflanzen gekauft. Genau, fand ich wirklich einen sehr schönen Stand mit sehr schönen Pflanzen. Wie gesagt, ich hätte ihn irgendwie gerne ein bisschen verlinkt, aber ich habe ihn halt nicht gefunden und von daher habe ich da zwei Pflanzen bei ihm gekauft, weil ich dachte, okay, ich wollte jetzt nicht so teuer werden dieses Mal. Also das war zumindest mein Stand, wo ich jetzt sage, okay, der war für mich persönlich so mein Favorit, ne? Weil es war ein kleiner Privatverkauf, denke ich mal. Die Preise waren wirklich sehr gut. Es war sehr gut beschriftet. Man kann eigentlich überall auch per PayPal zahlen, bei Freundschaftsüberweisung. Das fand ich sehr schön, denn ich hatte kein Kleingeld bei. Mir ist am Anfang beim Eingang aufgefallen, oh Gott, du hast ja eigentlich gar kein Geld bei. Weil wenn man irgendwie erstmal alles anfängt mit Handy zu bezahlen, irgendwann wird das halt komisch, ne? Eine sehr gute Auswahl fand ich halt auch dabei. Die Pflanzen sahen sehr gut aus. Die waren halt auch im Vergleich zu den anderen Anthurien, die ich halt gesehen habe, fand ich das halt schon einer mit der größeren Pflanzen, Anthurien, Setzlinge. Und von daher fand ich den Stand halt wirklich persönlich sehr gut. Genau, wie gesagt, Besser-E, Darkform, X Indo, Portalia habe ich mir gekauft. Genau, die beiden Pflanzen habe ich ja euch auch gezeigt, weil ich fand irgendwie so, okay, wenn man die Bilder zumindest gesehen hat, war die Chance halt da, dass es gut aussehen könnte. Ne? Deswegen dachte ich so, okay, so einen kleinen Überraschungsmoment gönnst du dir halt zumindest. Dann habe ich natürlich noch die Lieblingspflanzengärtnerei getroffen mit übertrieben vielen Sukkulenten in allen möglichen Töpfen. Die sieht man da gerade da unten und bis ganz nach hinten irgendwelche kleineren Töpfen. Und wer Sukkulenten mag, dem ist der Laden oder der Bereich halt bestimmt aufgefallen. Genau, halt auch ein paar Kakteen da hinten und ich persönlich bin nicht so wirklich der Sukkulenten-Typ. Aber ich fand das halt wirklich schon sehr beeindruckend, wie viele unterschiedliche Formen es gibt von Sukkulenten. Fand ich persönlich sehr beeindruckend, dass man doch so eine, also für mich persönlich, also ich kenne diese Firma nicht. Deswegen fand ich es halt auch sehr schön, da mal so eine große Auswahl an Sukkulenten zu finden in der Messe. Genau. Genau, ich hatte ja im letzten Video gesagt, dass ich mir Geweihfahnen nochmal angucken möchte. Denn ich habe mir ja, ich zeig dir das mal. Ich habe mir mal bei Pflanzenkölle diesen oder einen Geweihfaden gekauft. Der hat mich 3,50 € gekostet. Der war sehr stark reduziert. Der war in so einem kleinen Topf. Warte mal. Mit so drei, vier, fünf anderen Geweihfaden hat drin, also gleiche Sorte in so einem kleinen Topf und einmal alles rein, viel zu klein. Deswegen dachte ich, okay, ich will das mal ausprobieren, habe mir dann hier so einen kleinen Topf gebastelt und der hängt jetzt hier eigentlich immer an meinem Regal dran und wächst dann hier so langsam. Deswegen sehen die Blätter auch so ein bisschen komisch aus, ins Regal halt rein. Ne? So hängt er normalerweise. Und da wollte ich mir halt persönlich noch mal einen anderen Geweihfaden halt kaufen. Fand ich halt sehr schön, dass das System zumindest funktioniert. Und außerdem hat das Ding kein Wasser. Ich hänge es mal wieder an. Häng. Genau, deswegen wollte ich halt nochmal so ein bis zwei andere Geweihfahnen mir halt kaufen.
Ich war aber zu geizig. Ich habe halt einen gefunden, der hätte 35 Euro gekostet. Deswegen dachte ich so, nee, für das, was du da halt vorhast, war mir das halt persönlich ein bisschen zu speziell und schon ein bisschen zu Hightech. Ne? Ich bin halt eher so der Typ, okay, wenn du nochmal irgendwie ins Bauhaus fährst und du dann nochmal einen Geweih fahren siehst, den du noch nicht hast und der ist nicht so teuer, dann nimmst du den halt mit. Dann versuchst du das Gleiche, was ich mit dem gemacht habe, nochmal. Und dann kannst du dir halt anhängen und das alles halt super. Ich will das ein bisschen mobil halten. Genau, jetzt können wir halt auch mal in das Video springen. Genau, da sieht man diese wunderschöne große Wand mit wunderschönen Geweihfahnen aller möglichen Art. Fand ich persönlich auch sehr interessant. Und passt auf, da unten sieht man es schon: Golden Dragon Variegata. Wir können ja auch mal an einer geeigneten Stelle halt anhalten. Aber 200 bis 400 Euro. Guckt euch diese Pflanze und dieses Blatt halt an. Das ist aktuell noch so auf meiner Wunschliste. Relativ weit oben, aber sie ist verdammt teuer. Deswegen hoffe ich, dass ich sie halt irgendwann mal ein bisschen billiger kriege, weil diese Pflanze sieht so gut aus. Aber da muss ich irgendwie noch ein bisschen sparen und immer, wenn ich dann einen schwachen Moment habe, irgendwie auf der Botaniker in 2, 3, 4 Jahren, dann greife ich da mal zu. Aber das ist persönlich so auf meiner Pflanzenwunschliste ganz weit oben, die Pflanze. So eine wunderhübsche Pflanze. Genau, da gab es auch diesen Billy Variegata Variegated. Und da sieht man zumindest da in dem anderen Video oder zumindest da ganz hinten auch für, weiß ich nicht, 650 Euro im Schnitt. Uff, wäre mir persönlich jetzt für eine Pflanze zu teuer. Das mache ich nicht. Also, wenn es schon 200 bis 400 Euro ist, das finde ich schon extrem teuer. Aber für so eine Wunschpflanze kann man das mal machen. Da warte ich persönlich, wenn sie vielleicht noch ein bisschen billiger wird. Genau, das war zumindest meine Wunschpflanze. Die habe ich da, glaube ich, an zwei Stellen gesehen. Genau. My Green Rarities war ich dann halt auch noch. Auch wieder eine sehr große, beeindruckende Auswahl. Da sieht man zum Beispiel da links auch wieder eine Deliciosa Variegata und alle möglichen Sukkulenten, Syngonien, da sieht man da halt auch noch welche, noch kleine Monstera und wirklich eine sehr schöne große Auswahl. Kenne ich persönlich halt auch nicht, den My Green Rarities Laden. Von daher also jetzt nicht so wirklich per Namen oder wo man jetzt wirklich auf die Webseite geht und sagt und dann wirklich effektiv guckt. Ich habe da so meine 2, 3 Seiten und die reichen mir. Deswegen fand ich das halt auch sehr beeindruckend, da diese so eine sehr große Auswahl gesehen zu haben. Dann war ich zum Beispiel noch beim Hoya Greenhouse und direkt daneben Ben's Jungle. Das heißt auch wieder so viele Hoya. Ich bin leider nicht der Hoya-Typ oder zumindest nicht der Hoya-Main oder wie sagt man im Pflanzenjargon. Werde ich halt auch, glaube ich, nicht, weil das sind nicht so wirklich meine Pflanzen oder ich finde sie nicht so wirklich attraktiv, rein von der Pflanze her. Genau, dann war ich noch bei Ben's Jungle auch wieder sehr viele Pflanzen und diese Stände, die waren wirklich sehr groß mit sehr vielen Leuten. Ich habe auch bestimmt irgendwie immer oder noch so ein paar Shots halt eingeblendet, wo ich nochmal so ein bisschen vielleicht so rumschwenke und noch so ein bisschen so diese ganze Messe halt sehen kann. Das habe ich persönlich halt auch noch gemacht. Dass man halt wirklich sehen kann, okay, wie voll und wie groß war diese Messe. Das fand ich halt auch sehr beeindruckend. Ach genau, und ich habe halt auch noch ein paar Hanfpflanzen gesehen. Habe ich wirklich kurz überlegt, ob ich mir so, ich glaube 15 Euro hätte, so glaube ich, so eine kostet, 15 oder 20, ob ich mir eine nehme. Das steht halt auch noch an. Und zwar werden wir irgendwann mal kleine Hanfpflanzen anbauen. Da muss ich mich aber aktuell noch ein bisschen schlau lesen, ob man Hanfpflanzen auch in Semi-Hydro halten kann. Das versuchen wir mal. Nur so halt als kleine Idee finde ich halt super, wenn man da auch mal so ein bisschen Hanf anbaut, ne? Dann können wir halt gemeinsam gucken, wie man das am speziellsten und am besten macht. Da freue ich mich halt schon drauf. Genau, dann war ich noch bei Happy Palm und Co. Fand ich persönlich halt auch als Idee halt auch interessant, mal so den Urlaub zu dir nach Hause zu holen, auch wirklich sehr schöne Palmen. Da wollte ich mich persönlich halt auch noch mal ein bisschen umgucken, ob man auf der Seite nicht auch noch mal eine kleine Palme in Semi-Hydro hält. Das fand ich persönlich als Idee wirklich sehr beeindruckend, wenn sie dann halt ein bisschen größer wird, dass man dann so deine
so seine eigene kleine Palme bei sich zu Hause hat. Das könnten wir vielleicht auch noch machen, eine Palme auf Semi-Hydro umstellen und mal gucken, ob es funktioniert oder nicht. Ob man sich da mal so eine geeignete Südsee, so eine Palme, wie man sie in der Südsee kennt, so richtig mit Kokosnüssen und so. Gucken wir mal, ob man das hinkriegt oder nicht. Auf jeden Fall fand ich die Idee oder fand ich den Laden halt auch ganz interessant, dass man nicht nur so diese Syngonien, Monstera, diese üblichen Verdächtigen halt findet, sondern halt auch mal was Nischiges, mal so ein bisschen Palmen, fand ich persönlich halt auch ganz interessant. Puh, durchatmen. Wir sind bei 30 Minuten. Wir schaffen das. Inside. Und zwar waren wir noch, habe ich dann noch Fort Plants gefunden und jetzt kommt die teuerste Pflanze, die ich gefunden habe. Und zwar haben wir jetzt gleich zwei Highlights zum Ende. Und zum einen hatte Fort Plants eine riesige, ich glaube, dass es ein Philodendron war. Und zwar war der Stammstück wirklich, wirklich, ja, faustgroß. Ein riesiges Monstrum. Wir können uns das jetzt mal gemeinsam halt angucken. Genau, da seht ihr auch schon so dieses Monster in der Nahaufnahme. Guckt euch diesen Stamm an. Auch gleich noch mit zwei Blüten da nebenbei. Da dachte ich halt wirklich schon, würde sich ja auch gut bei mir machen. Ne? Genau, hier und jetzt scroll ich so ein bisschen raus und guckt euch dieses Monstrum an. Oh mein Gott, zum Glück stand da kein Preis dran. Ja? Auch zum Glück kein Name, aber wenn der zum Beispiel, wenn sowas bei Aequagenera Europa stehen würde, dann müsste ich mal kurz auf meinen Kontostand gucken. Das musste ich halt einfach fotografieren. Ne? Das war wirklich sehr, sehr beeindruckend, diese riesige Pflanze. Genau, und jetzt scroll ich halt und jetzt zeige ich halt auch noch ein bisschen was anderes. Und ich glaube, wir springen halt auch direkt zum nächsten Video. Jetzt sieht man halt auch gleich so eine Vitrine. Genau, und da sieht man es halt gleich, der Philodendron, was mit Columb variegata, 3000 Euro, die kleine Pflanze, da wir können auch kurz anhalten. Hätte ich nicht gedacht, guck mal, da unten, da oben sieht man es nochmal, variegated. So klein und so viel teuer, ja, musste ich halt einfach aufnehmen, denn ich glaube 3000 Euro, sowas habe ich, glaube ich, oder war zumindest der höchste Preis, den ich auf der Messe, glaube ich, dieses Jahr gefunden habe. Ihr könnt mal drunter schreiben, ob ihr irgendwie was Teureres gefunden habt. Genau, das waren jetzt halt erstmal so die Videos in Schnelldurchlauf mit ein bisschen Gequatsche von mir im Hintergrund. Was habe ich mir gekauft? Also wie gesagt, von diesem kleinen, wie hieß der Herr nochmal? Vietran habe ich mir zwei Pflanzen gekauft, zwei kleine Anthurien. Und zwar die Magnificum X Indo Portalie. Das ist die kleine Pflanze, ein bisschen angedutscht, so wie ich auch gerade. Wenn die 8 Stunden Auto fahren, liegen mir immer noch ein bisschen in den Knochen. Die Besser E X Indo Portalie. Diese kleine Pflanze habe ich mir gekauft. Die für 15, die ich dir vorher gezeigt habe, für 25. Dann habe ich mir natürlich noch, weil ich sowas wollte ich schon immer mal haben, lebendiges Phacnomoos für 7 Euro. Und jetzt tropfe ich ja alles voll, nicht auf den Rechner. Für 7 Euro, genau, da ist auch pures Phacnomoos drin. Ne? Alles schön nass bis zum geht nicht mehr. Und wollte ich mir mal halt eigentlich immer, also ich habe noch eine Box frei, von daher, Schnucki, die Box gehört dir. Die wollte ich jetzt einfach in die Box stellen und dann halt einfach mal rangehen lassen. Da ist ein Haar drauf, ist wahrscheinlich von mir. Wollte ich halt unbedingt mal haben, denn wenn man halt mal so lebendiges Moos in der Box hat, dass man da auch wirklich mal vielleicht mal einen lebendigen Wachstumsstab ausprobieren kann. Das wollte ich mal ausprobieren, deswegen habe ich gedacht, okay, für 7 Euro lebendiges Moos, bevor du dir jetzt halt irgendwas Totes kaufst und das nichts wird, greifst du halt gleich dazu. Das fand ich sehr interessant. Und da hat mich halt ein Zuschauer oder hat mir jemand von euch mich darauf aufmerksam gemacht, dass es diese Pflanzen gibt, und zwar Monstera Bulle Max Flame für 100 Euro, die habe ich mir gekauft. Denn ich finde das so beeindruckend, wenn die Pflanze groß wird, wie wenig wirklich Grün an dieser Pflanze ist, weil diese Blätter wären noch sehr löchrig und das fand ich sehr beeindruckend. Und für 100 Euro kann man das mal machen. Fand ich persönlich halt auch einen guten Preis für so die
die Größe, jetzt tupft das nicht genau auf den Rechner auf, sonst habe ich ein Problem, sonst kriegt ihr kein Video. Genau, die habe ich mir gekauft. Das heißt, genau, zwei, drei, wenn man das Sphagnum moos mitzählt, vier kleine Pflanzen habe ich mir gekauft. Fand ich persönlich in Ordnung. Ich habe so ein bisschen das eingehalten, dass ich nicht zu viel, wirklich nicht zu viel kaufen will. Denn ich hätte nicht gedacht, dass ich mir diese Burle Max Flame halt auch noch kaufe. Bloß ich habe den Stand halt gefunden. Und deswegen dachte ich so, okay, dann nimmst du dir jetzt halt diese kleine Pflanze halt auch noch mit. Wir sind bei 35 Minuten. Ihr könnt gerne noch runterschreiben, wie habt ihr denn die Messe, was habt ihr euch denn gekauft? Wie fand ihr das? Und genau, wir sind jetzt halt eigentlich fertig. Das Highlight, ich habe Zabex getroffen. Wenn ich jetzt noch Gronkh finde irgendwo, dann ist 90% meiner To-Do-Liste, bevor ich sterbe, abgehakt. Vielen Dank fürs Zuschauen, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt. Vielen Dank, dass ihr auch meine Videos guckt, ne? Dass also irgendwie immer bis zum Schluss oder kurz mal durchscrollen, wenn ihr irgendwelche Ideen oder irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt, dann könnt ihr das natürlich immer drunter schreiben. Ich habe auch noch so ein paar größere Ideen für die Zukunft, ne? Sagen wir es mal so. Das also jetzt keine Kooperation, sondern wie man den Channel noch so ein bisschen weiter voranbringt. Ne? Das hatte ich noch so ein bisschen geplant, aber hab da so ein bisschen Geduld mit mir. Ich brauche da so ein bisschen Zeit für. Genau. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt mir bitte alles, was ihr irgendwie auf den Herzen habt. Hier, guck mal, ich habe hier auch sogar noch mein Hammsticker auf dem Arm. Sieht man nicht mehr so gut, ne? Wenn ihr noch irgendwas auf dem Herzen habt, schreibt das einfach unten in die Kommentare. Ich antworte irgendwie immer ein- oder zweimal oder einmal in der Woche oder einmal alle 14 Tage. Aber ich antworte euch zu 100%. Schaltet bitte nächste Woche Sonntag um 10 Uhr wieder ein, wenn ich wieder mit euch irgendwelchen Pflanzenquatsch mache. Wuff.